In der heutigen Newsfolge handelt es sich um folgende Themen. Das Qualifying zum Großen Preis von Japan wird verschoben. Ricardo einigt sich mit ehemaligem Berater. Strafe für Steiner ist bekannt. In 9 Sekunden wisst ihr mehr. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Es gibt weitere Infos zum Großen Preis von Japan und deren Zeitplan. Die japanische Formel 4 sollte als Gaststarter im Rahmen der Formel 1 Samstag und Sonntag starten, doch dazu wird es wegen dem Wetter und der Zeitplanflexibilität nicht kommen. Das wurde nämlich komplett abgesagt. Jetzt tritt das ein, was all die Tage schon vermutet wurde. Das Qualifying wird aufgrund von Sicherheitsgründen von Samstag auf Sonntag verschoben und das dritte freie Training wird gar nicht erst stattfinden. Die Fahrer haben sich auch für eine Verschiebung des Qualifyings ausgesprochen, was bereits vor dem ersten freien Training klar war. Die Teams können am Samstag gar nicht erst an die Rennstrecke kommen. Wer die Qualifikation Sonntag früh sehen möchte, sollte seinen Wecker auf 3 Uhr morgens stellen, denn dann geht es erst los. Etwas mehr als 4 Stunden später, also um 7.10 Uhr, findet das Rennen statt. Nach aktuellem Stand soll es dann trocken bleiben, denn der Taifun zieht weiter Richtung Nordosten. Sollte die Qualifikation auch wegen Regen ausfallen, würde das Ergebnis vom zweiten freien Training als Startaufstellung gelten. Von daher würde Valtteri Bottas vor Lewis Hamilton und Max Verstappen von der 1 starten. Daniel Ricciardo und sein ehemaliger Berater Glenn Beavis haben sich auf einen Betrag geeinigt. Es ist jedoch unbekannt, wie viel der mehrfache Grand Prix-Sieger Beavis überwiesen hat. Der Hintergrund sah wie folgt aus. Der ehemalige Berater hatte gegen den Australier beim Londoner High Court eine Klage über 10 Millionen britische Pfund eingereicht, da er eine Prävision einforderte, die Teil des Renault-Deals war. Es waren 20% von Ricciardos Gehalt plus zusätzliche Vergütungen. Der Renault-Pilot weigerte sich, diese Summe zu zahlen, da diese Beavis nicht zustehen würde. Ricciardo ist seit dieser Saison bei CAA Sports unter Vertrag. Laut Verteidigungsschrift kam Glenn Beavis erst mit der Forderung, nachdem er von Ricciardo erfuhr, dass die Zusammenarbeit zwischen ihnen beiden beendet ist. Günther Steiners Strafe zu seinem Funkspruch in Russland steht fest. Weder ein Paddock-Bann noch Punkteabzug für Haas, es ist eine Geldstrafe in Höhe von 7.500 Euro geworden. Kommen wir zu Mikes Meinung. Tja, da gibt es bezüglich des Wetters nicht mehr viel zu sagen. Es wurde beschlossen, dass der Samstag ausfällt und das müssen Fahrer, Teams und Zuschauer akzeptieren. Ist aber nicht das erste Mal, dass es zu einer Verschiebung kommt, von daher sind wir schon daran gewöhnt. Vor ein paar Tagen hatte ich ja noch gemeint, dass ich die Strafe gegen Steiner zwischen 10.000 und 50.000 Euro ansetzen würde. Da lag ich ja gar nicht mal so falsch. Und nun zum Community-Kommentar. WichtelF1 hat folgenden Kommentar unter mein Aerodynamik-Video geschrieben. Also ich glaube, die aktive Aero ist eine Idee, die wir ausprobieren sollten. Denn das DRS, wie es seit 2011 besteht, ist im wahrsten Sinne Fluch und Segen zugleich. Einerseits kann man dadurch die in den Kurven verlorene Zeit auf der Gerade zumindest theoretisch ausgleichen und einen Überholvorgang unternehmen. Andererseits wirken die Manöver, wenn der DRS-Effekt zu stark ist, zu künstlich, zu einfach und schlicht langweilig. Flügel auf, ausscheren, einscheren, vorbei. Bei einem solchen Manöver gibt es für mich persönlich keinen Reiz, der Vorausfahrende hat meist gar keine Chance, sich im Rahmen des Reglements zu verteidigen. Mit der aktiven Aerodynamik alleine könnten wir vielleicht die Anzahl der Manöver leicht erhöhen und die Attraktivität bzw. die Spannung der Manöver deutlich erhöhen. Ich würde eine aktive Aero oder ein Push-to-Pass-System anstelle des DRS begrüßen. Ich finde, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Er schreibt genau das, was viele von uns denken. Aber ein Push-to-Pass-System kann ich mir in der Formel 1 ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen, da wir ja schon das ERS haben, welche für eine Zusatzgeschwindigkeit sorgt. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, like das Video und wenn auch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.